Ein einziges Thema hat die Ampel, bei dem Thema waren sich von Anfang an alle einig. Und zwar beim Thema Cannabis-Legalisierung. Jetzt kommt sie wirklich, präsentiert von keinem Geringeren als fucking Homegrow Karl Lauterbauski. Jawohl, ab dem 01.01.2024 soll dann Cannabis in Deutschland teilweise legal werden. Ich muss dazu sagen, mich betrifft es eher nicht. Es ist nicht meine Droge, um dummes Zeug zu labern und das für wahnsinnig deep zu halten, was ich da erzähle. Brauche ich nur ein Glas Wasser. Aber für alle, die es betrifft, es wird dann wirklich um Längen einfacher sein, an den Stoff zu kommen, als beim Dealer um die Ecke was zu kaufen. Ich kann es mal kurz erklären. Man muss sich dann nur einem Cannabis-Club anschließen. Den muss natürlich vorher jemand gegründet haben. Dafür braucht man, wie bei einem Verein, Mitglieder. Einen Vorsitzenden, männlich, weiblich, divers, einen stellvertretenden Vorsitzenden und einen Schriftführer, falls da noch jemand schreiben kann. Nach dem Kiffen. Ja, diese Vereine bauen dann Hanfpflanzen genossenschaftlich an und werden über Mitgliedsbeiträge finanziert, die der Kassenwart einzieht. Sie dürfen maximal 500 Mitglieder haben und jedes Mitglied darf maximal 25 Gramm pro Tag und 50 Gramm pro Monat beziehen. Heranwachsende zwischen 18 und 21 Jahren maximal 30 Gramm pro Monat bei einem maximalen THC-Gehalt von 10%. Diese Vereine brauchen außerdem ein Gesundheitskonzept. Sie brauchen einen Sucht- und Präventionsbeauftragten, der regelmäßig zu Schulungen und Auffrischungsschulungen geht. Es braucht ein Jugendschutzkonzept. Konzept. Und was ist das hier? Achso, wahrscheinlich brauchst du noch einen Brandschutzmeister, der den Joint regelkonform anzündet. Und einen TÜV-Prüfer, der testet, ob das Cannabis die DIN-Normen erfüllt. Sowie einen Kopierer, auf dem jedes geerntete Blatt kopiert und anschließend gelocht werden kann, um es in dreifacher Ausfertigung als Nachweis an Karl Lauterbach zu faxen, der es dann in der Pfeife raucht. Natürlich ist auch der Eigenanbau möglich und auch der ist ganz einfach. Es können für den Eigenanbau 7 Samen oder 5 Stecklinge bezogen werden. Der Eigenanbau bleibt erlaubt in den Rahmenbedingungen, die Sie kennen. 3 weibliche Pflanzen pro Person. Ja, 3 weibliche Pflanzen pro Person. Damit ist immerhin schon mal die Frauenquote erfüllt. Weil die weiblichen Pflanzen den Wirkstoff THC enthalten, ist ja klar. Diese Cannabis-Clubs dürfen nicht in der Nähe von Schulen oder Jugendeinrichtungen oder Kinderspielplätzen sein. Das heißt, in der Innenstadt ist es eher schlecht. Das Ganze ist ziemlich bürokratisch und entsprechend groß ist die Begeisterung. Wenn wir als Cannabis Social Clubs nur am Stadtrand operieren können und jemand bis an den Stadtrand fahren muss, um sein Cannabis legal zu besorgen, dann wird er weiterhin zum Dealer an der Ecke gehen. Ja, den gibt's natürlich auch noch. Und vermutlich ist er am Ende schneller, besser und billiger. Man merkt dieser Legalisierung irgendwie an, dass die Regierung selbst nicht hundertprozentig dahinter steht. Deshalb startet das Gesundheitsministerium parallel zum neuen Gesetzentwurf eine Aufklärungskampagne. Und zwar die Kampagne legal, aber. Legal, aber risky. Oder legal, aber unklug. Jetzt wollte ich mir eigentlich eine irre Übertreibung ausdenken. Dann habe ich gesehen, es gibt auch legal, aber Brokkoli ist mir lieber. Und lustiger kriege ich es jetzt auch nicht hin. Der Gesundheitsminister muss diese Legalisierung verkaufen. Man merkt aber, er ist eigentlich dagegen. Lauterbach kommt mir vor wie der sehr uncoole Vater, der zum Nachwuchs sagt, okay, du darfst kiffen, aber ich will, dass du es mit mir zusammen machst. Und schon hat man keine Lust mehr. Ist ja auch ein Konzept. 44% der Deutschen sind ohnehin gegen die geplante Teillegalisierung. Unser Reporter Nils Holst ist einer von ihnen. Gekifft. Einmal, nie wieder. Nur probieren. Was ist denn da passiert, dass Sie sagen, nie wieder? Oh Gott. Ich kam nicht mehr hoch vom Stuhl. Der Tisch hat gewackelt. Deshalb sagen wir von der Bürgerinitiative Pro sieht keine Macht den Drogen. Wir machen uns ein bisschen Sorgen um die Tatsache, dass das Kiffen in Deutschland jetzt legalisiert werden soll. Das finde ich ganz schlimm. Das ist für die Gesundheit im Allgemeinen nicht gut. Ich glaube, dieser Öffnungsweg ist der falsche. Keine Macht den Drogen. Außer natürlich Alkohol. Denn das ist ja in dem Sinne keine Droge. Ich meine, das ist Öl für den Motor, das ist Luxus für die Leber. Sport ist Mord, nur Sprit hält fit. Grüß euch.
ein Gläschen Prosecco, das geht, da trinken Sie gern schon mal eins. Da trinken wir auch gerne drei. Ja, gerne ein Bier. Ja, ein schönes ist Bier. Ne? Ja, ist ja, das Sekt, ist ja der Sektament des Mannes. Und so. Nicht jeden Tag? Nicht jeden Tag. Aber wenn, dann ordentlich. Genau. Wie fühlen Sie sich dann, wenn Sie mal was trinken? Ich fühle sehr gut. Ich fühle mich sehr gut. Kann ja auch mal sein, dass man so ein bisschen zu viel genommen hat. Ist das schon vorgekommen? Mal? Ja, klar. Ja. Und was passiert dann bei Ihnen? Ja, nächsten Tag geht's mir beschissen, auf Deutsch gesagt. Dann machen wir uns das jetzt mal ein bisschen nett hier. Oh, ja. Der geht immer, ne? Yeah. So. Und dann wollen wir mal gemeinsam anstoßen. Initiative Prosit. Keine Macht den Drogen, sagen wir. Ja, ne? Genau. Okay. Ja. Zum Wohl. Also ich möchte schon fast sagen, das Kiffen sehen wir auch ein bisschen als etwas Unkultiviertes. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Ich sehe das als unmöglich. Tut mir furchtbar leid. Ja, ich bin auch ich kann das auch nicht nachempfinden, was die dabei fühlen oder dass sie da einen Rausch haben. Für viele ist es einfach eine Einstiegsdroge und die Gefahr ist, dass es dann weitergeht. Ne? Ja, also cheers. Cheers. Gibt genug Leute, ja, Hauptbahnhof überall, die Rauschgift nehmen. Ich habe auch schon junge Leute gesehen und ich finde das unmöglich. Dann doch eigentlich lieber so, wie wir das gemacht haben, zur Konfirmation, sieht's dann aus. Das erste Mal. Wo soll ich die einen reinhauen? Ich sage ja immer, wo früher meine Leber war, ist heute eine Mini-Bar. So. Ja. Denn, ich meine, wenn ich jetzt ein Bier und Wein trinke, dann setze ich mich gemütlich hin. Ich habe gutes Essen und genieße das. Ja. Aber das mache ich nicht, wenn ich mir Cannabis da irgendwo reinziehe, würde ich sagen. Also Sie würden auch sagen, dass das... In meinen Augen ist es unnötig. Ja, oder primitiv. So, alle mal ran, wer noch dabei sein will, der hakt sich eben ein. Und dann geht das los. Jetzt ziehen wir los mit ganz großen Schritten. Ne? Das darf nicht wahr sein. Die Polonaise nach Blankenese bis hinter Wuppertal. Ein Film von Sebastian Ried.